Ja, den Wurzelwert aus einer Zahl annähern mit Heron ist eigentlich ganz easy. Ganz kurz nochmal wiederholt, die Wurzel aus 1 ist 1, weil 1 mal 1 1 ist. Die Wurzel aus 4 ist 2, weil 2 mal 2 4 ist und so weiter. Wurzel 9 ist 3, Wurzel 16 ist 4. Jetzt, die Wurzel aus 2 kann ich nicht genau angeben, denn ich kenne keine Zahl, die mit sich selber multipliziert genau 2 ergibt. Eine Näherung ungefähr in einem Intervall von a bis b könnt ihr jetzt einfach ganz easy herausfinden. Ihr fangt mit der Näherung an bei einem Wert a, den ihr braucht. Warum habe ich jetzt 1 gewählt? Wurzel 2 ist hoffentlich klar, dass das Ganze zwischen Wurzel 1 und Wurzel 4 liegt. Und logischerweise liegt der Wert, der hier rauskommt, nicht zwischen Wurzel 9 und Wurzel 16. Wenn also Wurzel 2 der Wert zwischen Wurzel 1 und Wurzel 4 liegt, muss er auch zwischen 1 und 2 liegen. Es wäre vollkommen egal, welchen von beiden ihr nehmt. Ich habe jetzt 1 als erste Näherung genommen und jetzt geht's los. Den zweiten Wert vom Intervall a bis b kriegt ihr raus, indem ihr, macht euch die Notiz, die Zahl, die unter der Wurzel steht, ist die 2 durch die Zahl steht, die hier vorne steht, links. Also ich habe mit 1 angefangen. Zahl unter der Wurzel geteilt durch diese Zahl ergibt 2. Also haben wir die erste Näherung 1 und 2. 1 ist kleiner, Wurzel 2 ist kleiner, 2. Die neue Näherung, was auch immer ihr hier hinschreibt, kriegt ihr raus, indem ihr 1 plus 2, das sind diese beiden Werte, addiert und komplett durch 2 teilt. Der Wert, der hier rauskommt, den übernehmt ihr einfach nach vorne, ist 1,5. Jetzt geht es genau nach dem gleichen Muster weiter. Die Zahl, die unter der Wurzel steht, ist die 2, geteilt durch die Zahl, die hier links steht, ergibt einen neuen Wert, 1,333. Deshalb soll das hier ungefähr heißen. 1,333 ist kleiner als 1,5, deshalb in der Folgerung, so habe ich es genannt, 1,33333 ist kleiner Wurzel 2, ist kleiner 1,5. Die neue Näherung kriegt ihr wieder raus, die beiden addiert durch 2. Der Wert, der hier rauskommt, wieder übernehmen nach vorne. Wieder die Zahl, die unter der Wurzel steht, geteilt durch die Zahl, die hier vorne steht, ergibt den neuen Wert. Die nächste Näherung. Vergleicht diese beiden. Der kleinere Wert ist der hier, wird als erstes hingeschrieben. Der größere kommt nach rechts. Wieder geht es jetzt weiter. Jetzt habe ich es mal ein bisschen mathematisch ausgedrückt. Der eine Wert plus der andere Wert immer durch 2. Das ist das, was hier hinten steht. Diese beiden Werte sind immer die hier. Das, was hier rauskommt, übernehmen nach vorne. Das, was hier rausgekommen ist, steht unter dem Bruchstrich. Das, was hier oben steht, da könnte ich noch hinschreiben, die Zahl unter der Wurzel. Ergibt ungefähr wieder einen Wert. Ich denke, es ist jetzt klar, ihr werdet die beiden vergleichen, entsprechend übernehmen. Jetzt fragt ihr euch, wie lange muss ich es machen? Ich denke, ihr seht hier schon eine sehr gute Näherung von ungefähr 1,41. Ungefähr. Also ihr werdet merken, dass sich die Werte dann irgendwann einpendeln. Und man kommt so relativ schnell, relativ sicher an einen guten Näherungswert, wenn ihr es machen müsst, wenn ihr nicht direkt Wurzel 2 in den Taschenrechner eingeben dürft.